Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crypt Killer. Da ich jetzt zu lange die Aufnahme vorbereitet habe, ist der einfach nach links gegangen. Aber das ist okay, weil wir sowieso nach links wollten. Da hat sich das Spiel irgendwie gedacht, ich weiß doch, wo du lang willst. Ja, in der letzten Folge haben wir das Spiel durchgespielt. Und irgendwie war das Ende nicht so ganz befriedigend. Deshalb machen wir einfach mal weiter. Wir haben ja auch vom Spiel angezeigt bekommen, dass wir die ersten ein, zwei Planeten, die gelten ja noch als abgeschlossen. Von daher, es geht irgendwie weiter. Gleichzeitig labert er aber irgendwie so als der Kopf, der uns begleitet, so als wäre das Abenteuer, hätte man das Abenteuer neu gestartet oder so. Ganz, ganz komische Angelegenheit. Jedenfalls, irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor. Hatten wir das nicht schon mal? Ja gut, vielleicht ist das einfach schlechtes Level-Design. Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt A, das Spiel minimal runtergedreht, weil es dann doch vielleicht stellenweise ein wenig zu laut war. Oder ich vielleicht ein wenig zu leise war. Jetzt habe ich wahrscheinlich das Spiel runtergedreht und rede aber lauter und dadurch ist es jetzt wieder richtig behindert. Und ich habe mir jetzt tatsächlich eine Sonnenbrille aufgesetzt. Kein Scheiß. Ich hatte befürchtet, dass es dann... Ich habe lange keine Sonnenbrille mehr aufgesetzt. Ich habe mir damals, weil ich richtig, richtig cool sein wollte, so vor 12, 13 Jahren hatte ich mir mal so zwei, drei verschiedene Sonnenbrillen gekauft. Und naja, also eine blaue, eine schwarze, eine weiße und ich glaube noch eine, aber ja, eine habe ich meiner Mutter gegeben, eine ist irgendwie kaputt. Jedenfalls, ich habe jetzt die schwarze aufgesetzt und ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich vielleicht wegen meiner mangelnden Sonnenbrillenerfahrung nur noch schwarz auf schwarz sehe, aber nee, ne, das... Die natürlich auf regelmäßiger Basis eine Sonnenbrille, what? Konsumieren, die wissen, das ist, es ist okay, ja. Und, ich glaube tatsächlich auch, dass es wirkt. Oh, da gibt's nur einen Weg, ja. Dass es wirklich das Ganze minimal abschwächt. Also hier mein kleiner Tipp, setzt euch eine Sonnenbrille auf, wenn ihr könnt. Wenn es irgendwie im Bereich des Machbaren ist. Ja. Okay, so, ich weiß gar nicht, ist das jetzt das der vierte Planet, glaube ich, ne? Das heißt, wir haben das Spiel dann fast gleich wieder durch. Da ist der mächtige, mächtige Schatz. Das ist vielleicht auch der Boss, könnte ich mir vorstellen. Da kommt doch ein schöner Skeletti raus, will Hallo sagen. Und ja, natürlich wurden wir da gebullshittet. Wir sind jetzt hier im Wasser, schätzungsweise, mehr oder weniger. Ja, da wurde ein wenig das Rangieren des eigenen Körpers im kühlen Nass simuliert. Und da geht's ordentlich heiß her hier. Eine Rädchen, oh nein, geh weg. Da habe ich doch neulich gelesen, dass man eine neue Mutation in der Kanalisation gefunden hat. Oh nein. Und ich dachte schon, sie würden die neue Mutation den Bananen anhängen oder so. Ach, zum Glück waren es wieder nur die Ratten, ey. Ja, Plandemie und so weiter. Na, hust, 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 hust. Falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt und irgendwie hier zufällig reinschaltet, da solltet ihr natürlich wissen, dass ich aufgeklärt bin. Hier hoffentlich auch. Und was das Spiel angeht, werden wir hoffentlich gleich mal über den neuen Boss aufgeklärt werden. Oder ist es doch nicht, ist es doch noch nicht so weit? Ich weiß nicht, du, dass ich dachte jetzt, oh ja, ja, da habe ich den Stachel natürlich links nicht mitgenommen. Also wirklich, das ist schon abgespaced. Ich hatte auch mal tatsächlich eine 3D-Brille durch irgendeinen Kinobesuch oder so. Aber ich weiß bis heute nicht, ob die überhaupt funktioniert hätte. Und wo die jetzt war, ist, weiß ich natürlich auch nicht, logischerweise. Aber ja, das mit VR und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich schon das eine oder andere davon gibt. Ich meine, klar, ja, dreh dich mal blöd, what the fuck. Sowas wie Resident Evil 7, also Resident Evil in Klammern, das ist ja kein wirkliches Resident Evil mehr. Kann man ja auch mittlerweile in VR spielen, von daher, ja. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr, sehr... Ach, schon wieder, ja, mein Gott, wie soll man denn da alle treffen? Da muss ich vielleicht, sollte ich vielleicht eine Bombe zücken. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein... Ja, komm, jetzt zünd ich eine. Sehr, sehr interessantes Genre. Ah, Alter, jetzt aber gut hier, ja, seht ihr? Es ist immer ein Stachel hier. Und solch, ja, zünde ich wieder eine Bombe. Da muss man, sollte man vielleicht direkt von links nach rechts, weil wenn man den Cursor in der Mitte hat, dann kann man da, das ist, glaube ich, das Problem.
Dann habe ich da natürlich keine guten Karten mehr. So, ja, Fall. Schön runter, Lee. Oh nein. Feuer, aber ich bin noch im Wasser. Was soll das? Okay, ich zünde nur eine Bombe. Ich mag jetzt wegen dem Shit nicht draufgehen. Und wie ist das eigentlich jetzt mit dem Continue dann? Bisher hatte ich ja noch keines verloren, ne? Das bedeutet, dass ich dann wahrscheinlich wieder mit 8 Leben starte oder so. Werd dann aber bestimmt wieder dann den zweiten Spieler temporär leider dabei haben. So, okay. Ne, jetzt kommt, glaube ich, der Boss, ne? Okay, gut, dann ist das ein Level, wo es halt keinen Alternativweg gibt. Komm schon. Köpfchen, rede mit uns. Du willst es doch auch. Oder etwa nicht. Er muss erstmal geladen werden, ne? Es sind sehr heftige Monologe, die brauchen Zeit. Ja, genau. Dasselbe, was er, wie gesagt, schon... was habe ich jetzt gemacht? Weil ich das andersmalig gesprochen hat. Ich habe jetzt mit den Analogsticks rumgedödelt und plötzlich hat es meine Anzeige da oben unten weggeflankt. Ach so, die guten Punkte. Ja, ne, man erwartet immer Großes, aber es ist wirklich einfach ein sehr, sehr langsames Spiel. Obwohl man das hier nicht auf die PAL-Version schieben kann, weil wir quasi England, NTSC. Müsste doch, England müsste doch NTSC gewesen sein, oder? Ja, das klassische Seemonster. Ja, ohne Spaß, ich finde das Spiel sieht halt wirklich mit so einer leichten Schwarztönung echt nochmal ein bisschen geiler, ein bisschen geschliffener aus. Mann, oh Mann, ey. So, zack, zack, zack. Ah, da. Dann sehen wir jetzt den guten Lebensbalken. Er scheint ein bisschen weniger auszuhalten, ne? Gefühlt jetzt. Oder er ist einfach sehr, sehr Granatas anfällig. So, ist das nun eine oder sind das wirklich drei hier, die dreiköpfige Hydra oder wie sie so schön hieß. Ja, da gibt es ja einmal den Cerberus, den dreiköpfigen Hund und ich glaube, es gab die dreiköpfige... Ja, oder? Es sind fünf. Es ist der fünfköpfige Drache mit braun, kackigen Aussehen, ja. Nicht der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Aber Seto Kaiba hätte sichtlich trotzdem jeden Drachen natürlich auf diesem Planeten gewollt. Da hätte er sich sichtlich danach verzehrt, ihm wenigstens einmal gegenübertreten zu dürfen, okay? Na, Schaden hält sich wieder mal in Grenzen, würde ich sagen. Warum auch immer. Körper, Kopf, nach was dürstet ihr denn? Ja gut, flangen wir halt einfach die Granatas. Und, ach so, ja, man muss ja natürlich die Köpfe treffen. Ist ja nur noch einer da. Und, komm schon, ich habe keine Bombe mehr. Auf Wiedersehen. Ja. Ah, nee, ich glaube, es waren sogar sechs, oder? Da war doch noch ein Kopf in der zweiten Reihe, würde ich sagen. Okay, das wäre es dann wieder mit diesem Durchlauf gewesen. Mal gucken, ob es jetzt irgendwie anders ist oder ob man vielleicht mal intervenieren sollte, Fragezeichen. Die Nachricht steht bestimmt da unten, so nach dem Motto, ja, wenn du das zweite Mal siehst und das dritte Mal, keine Sorge, du kannst dich drum kümmern. Aber guck mal hier, der ist jetzt blau, ne? War der zweite schon immer blau oder ist das vielleicht dieser Trick, dass du einen roten und einen blauen brauchst, dass du dir merken solltest, wo welche Farbe ist? Das könnte durchaus sein, aber wenn das natürlich der vierte von sechs ist, dann kann es sein, dass die einfach die zweite Reihe immer blau ist. Das heißt, ich sollte einen Planeten aus der ersten und vielleicht einen aus der zweiten Reihe nehmen, so. Genau. Ich drück mal nichts, ne? Wir schauen uns das einfach wieder an. Ja, guck mal, jetzt habe ich einen roten und einen blauen. Aber vielleicht muss es auch ein blauer und ein roter sein, ne? Also vielleicht muss man da noch darauf achten, dass man erst die blauen holt und dann die roten oder so. Aber wäre jetzt natürlich komisch, wenn wir das Spiel wirklich jetzt schaffen würden, weil die anderen Planeten möchte ich ja dennoch sehen. Aber ja, können wir natürlich auch notfalls so nochmal anwählen, wenn es das jetzt wirklich gewesen sein sollte. Doing bla bla. Ja, guck mal, es ist jetzt woanders. Krass. The sword is wrapped in flame. Das Schwert ist in Flammen geflämmert, wie man sieht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das Flammenschwert. Ah, wir sind der Flammenschwertkämpfer aus Yu-Gi-Oh! Was ist das? Oh, the huge clouds are parting. Oh, die Wolken gehen weg. Ja, lol.
Tja, woran lag es jetzt, Leute? Woran lag es? Wir haben... Oder passiert da noch was? Das ist vielleicht immer noch ein Traum. Das ist der legendäre Schatz, sagt er. Ich weiß nicht, wie gut man ihn hört. Man weiß ja auch nicht, wann er redet. Deswegen normalerweise bin ich ja dann ruhig und drehe den Sound hoch und so. Aber dieses Spiel ist ja so zufällig. Deswegen, ja, das scheint doch jetzt ein sehr, sehr gutes Ende zu sein. Würde ich mal behaupten. Ah, ah, ah. It seems you have found a fantastic treasure. But that is not all that is behind the sealed door of fate. Many things may change, depending on which path you take. It is truly up to fate. Tja, es scheint, als ob du den geheimen Schatz gefunden hättest, aber das ist noch nicht alles, was hinter dieser Tür liegt. Und wieder mal achte darauf, wie du wann was in welcher Reihenfolge machst. Ja, zwei Planeten haben wir auch noch, von daher können wir, denke ich mal, noch ein Ende in Erfahrung bringen, mindestens eines. Also, der sieht doch sehr, sehr feurig, gleichzeitig spacig aus. Da haben sich wahrscheinlich die ganzen Leute von Attack of the Saucer Man verschanzt, nachdem ich deren Spiel durchgespielt habe. Das ist doch mal ein guter Moment, um wirklich mal ein wenig Werbung für andere Let's Plays zu machen. Natürlich nur selbstverständlich von mir. Denn kein anderer Let's Player ist so gut, so tiefgründig wie ich. Ja, Attack of the Saucer Man, ich habe ja, das hier ist ja ein sehr, sehr unbekanntes Spiel. Attack of the Saucer Man ist unter anderem ein sehr, sehr unbekanntes Third-Person-PS1-Shooter. Sehr, sehr cool von der Atmosphäre, sehr, sehr einzigartig, auch stellenweise sehr, sehr brutal, ja. Es gilt lustige, verstörende, kleine Kreaturen aufzusammeln, sie zu retten, Fragezeichen, oder zumindest sie retten vor bösen, bösen Aliens, die sie da ein wenig kontrollieren wollen. Dann haben wir auch noch versteckte Jump-and-Run-Sachen wie Glover und Jinx oder natürlich auch versteckte Survival-Horror-Spiele. Resident Evil, Klonsies, Hard Edge, Echo Knight, Hell Knight. Wobei, das ist jetzt kein klassisches Resident Evil Klonsies. Echo Knight und Hell Knight, das geht schon fast in Richtung Point and Click. Nur ohne Point and Click halt. Du kannst dich so ego-perspektivenmäßig durch die Gebiete friemeln und musst dann da so ein paar Rätsel lösen. Und bei Hell Knight wird man dann sogar, oh Gott, sind das viele, direkt mal wegbomben. Da wurde man von einem Monster verfolgt. Also so ein bisschen, heutzutage würde man sagen, Alien Isolation mäßig. Nur natürlich ein bisschen plumper natürlich. Die haben das halt gemacht, bevor es cool war. Dann haben wir auch noch Dark Souls ähnliche Spiele, Bloodborne ähnliche Spiele. Mit Nightmare Creatures 1 und 2. Aber wir haben natürlich auch die Klassikos, die Resident Evil, Silent Hill spiele ich auch aktuell. Ratchet & Clank 1 und 2 haben wir auch durchgeballert. Von dem zweiten fehlen noch einige Parts, aber ich glaube, die werde ich hier von diesem Let's Play hochgeladen haben. Von daher Ape Escape. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Mario Hack spielen wir. Wir spielen Indie-Spiele. Also neue Indie-Games im alten PlayStation 1 Gewand. Also da gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viel, was man sich da anschauen kann. Auch ein paar neue Spiele wie Judgment, Spider-Man, PS4 und so. Ja. Er sagt immer noch dasselbe. Also halten wir uns weiter auf der linken Seite. Genau, ja. Also das mal nur so spontan dazu. Ich versuche so jeden Tag. Ach ja, was ich auch noch euch dringend ans Herz legen möchte, ist Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Und das ist der angeblich das härteste PlayStation 2 Rollenspiel. Das spielen wir auch lustigerweise noch auf hart. Es soll auch so ziemlich hart sein, aber wir legen da nochmal eine Schippe drauf. Und ich versuche so jeden Tag, wir das nicht schon mal, meine 20 Videos zu machen, ja, jetzt ohne Spaß, das kommt mir sehr, sehr bekannt, weil ich habe doch jetzt nicht denselben nochmal angewählt, oder? Das kann doch nicht sein, ey. Komisch. Ja, Ägypten hatten wir doch schon. Wollte mich eigentlich komplett verarschen.
Aha. Komisch. Jetzt mal ohne Scheiß. Da fällt das Kommentieren natürlich auch sichtlich ein wenig in die Toilette. Das kann, wie ist denn das jetzt bitte passiert? Wenn das doch alles unterschiedliche Planeten sind. Vielleicht ist es ja doch nicht so vielfältig, wie ich dachte, und die Planeten sind lediglich die Eröffnungsszenerien, und je nachdem, wo man lang geht, ist dann vielleicht doch alles miteinander verbunden, Fragezeichen. Okay, das tut mir jetzt sichtlich leid, Leute. Aber, ja. Anscheinend müssen wir uns nochmal ein wenig durch Ägypten böllern. Ja, das ist doch genau. Da kommt der doch raus. Als nächstes ist dieser Sarkophag dran, gefolgt von dem. Dann müsste hier unten nochmal einer kommen. Ja, ne, man sieht, ich habe... Na komm, komm hoch, komm hoch. Ah, in der Mitte. Oh. Hat er das vielleicht absichtlich gemacht, weil das Fadenkreuz unten rechts war? Man sieht, ich habe aufgepasst. Von daher, ja, da macht er dann jetzt gleich wieder eine schicke Rolle. Wirklich, das ist ein bisschen komisch. Aber okay. Oh, nein! Komische blau-lilane Kackdinger und die Globble-Bobbles. Da sind sie doch wieder am Start. Und der zweite Spieler, der... Moment, wieso habe ich eigentlich kein Continuum mehr? Achso, ja, weil ich zwei verdödelt habe. Hm. Ich habe auch lange keinen... Aber guck mal, jetzt kann ich nur den rechten Weg wählen, oder was? So lebenstechnisch? Oder? Ja, mal ganz ehrlich, wenn das hier gleich aussieht, werde ich wohl... Ich speichere jetzt hier mal ganz kurz. Und ja, man darf ja davon ausgehen, dass dann, dass wenn wir jetzt denselben Weg nehmen, dass wieder alles gleich aussieht. Also werde ich dann jetzt mal anscheinend den rechten Weg nehmen. Ja, ganz, ganz komisch. So, ich denke, eine Stage schaffen wir noch. Und da müssen wir echt mal schauen, ne, dass wir... Oh, ja. Lebenstechnisch da so ein bisschen... Ah, ich glaube, ich habe jetzt ein... Oder? 9? Ja, ich habe jetzt, glaube ich, ein richtig schönes Medikit hier bekommen. Und da müssen wir dann echt mal drauf achten, hier ein wenig gut zu sein. Ein wenig Präzision an den Tag zu legen, damit der Charakter hier noch zwei, beziehungsweise eineinhalb Planeten jetzt natürlich noch überleben kann. Ja, auch sehr, sehr schön hier, ne? Da geht's ein bisschen nach oben. Eine schöne, schöne runde Treppe wird simuliert. Die Fledermäusis, die haben doch jetzt Auslauf und haben sich ihren Samstagnachmittag auch ein wenig anders vorgestellt. Falls da gerade Samstag ist, ich weiß es natürlich nicht. Bei uns ist natürlich, was haben wir denn? 21. Februar könnte Montag sein oder so. Mein Zeitgefühl ist jetzt natürlich nicht mehr so das Beste, weil ich, naja, ich muss zwar von montags bis samstags aufstehen, die Zeitung vormittag verteilen, aber fernab von dem habe ich da ziemlich einen Freiraum, muss ich sagen, ja. Deswegen weiß ich das jetzt gar nicht so hundertprozentig. Okay, das ist aber eine sehr, sehr heftige Treppe, beziehungsweise gut, man könnte auch sagen, er geht sehr einfach langsam hoch, aber wer würde das nicht tun? In so einer... Oh, oh. Oh, Gott. Plötzlich Plague Tale 3, würde ich sagen. Der zweite Teil wurde ja angekündigt vor einigen Wochen. Glaube ich zumindest. War das nicht so? Oder habe ich das in der Game 1-Folge gesehen? Dann ist es wahrscheinlich jetzt schon raus, weil ich ja Game 2. Weil ich ja Game 2 immer so ein bisschen ein paar Monate hinterherhänge. Aber ja, wer würde nicht in dieser Situation langsam die Treppe hochlaufen und wie sie das schaffen. Hier, guck mal, die laufen seitlich hoch. Das waren wahrscheinlich die, sind die aus dem Michael Jackson Musikvideo. Die haben sich von Zombies spontan auf Mumien, auf das Mumiensein umgestellt und haben ihre Praktiken perfektioniert erweitern können, sodass die jetzt auch nun seitwärts laufen können. Sehr, sehr respektabel, würde ich sagen. Die lassen sich aber auch mächtig Zeit, ne? Aber liegt vielleicht auch wieder am Schwierigkeitsgrad, ja. Ob es daran liegt und ob uns gewisse Aliens hier... Aliens, sage ich schön. Gewisse Skelettis einholen können, erfahren wir dann in der nächsten Folge.
Von Let's Play Crypt Killer. Ich versuche jetzt hier einen guten Zeitpunkt zu finden, wo ich mal schnell hier die Folge wechseln kann. Ja, das muss man ja hier mal aufpassen. Wir wollen ja keinen Start drücken. Wobei ich glaube, in dieser Situation können wir auch gar nicht mehr Start drücken, weil wir keinen Knie haben. Let's go, sagt er. Ja, das. Ich habe tatsächlich nichts anderes vorgehabt. Lieber Crypta Killer. Von daher. Ah, okay, das sieht ganz gut aus. Also, ich beende jetzt hier die Folge. Bye-bye.